Willkommen zur nächsten Folge 18 Eier, Folge 15, glaube ich, oder 16? Nee, ich glaube 15. Und im Hintergrund hört man die Glocken und wir lassen gleich mal die nächsten Eier schlüpfen. Das Sternstück dürfte noch laufen. Und wir fangen an mit einem Slimer mit 1200 Sternenstaub, aber leider nur im zweiten Satz. Ja, das sieht, nee, das Sternstück ist nicht mehr da. Aber die Eier sind ja auch jetzt schon 10 Minuten drauf und ich glaube, das zählt trotzdem noch dazu, weil es ja beim Schlupf eigentlich noch aktiv war. Leider geht es mit einem Tangela, 1245 Staub, leider auch nur der zweite Satz. Und in der Nähe beginnt bald ein Raidkampf, den wir nicht machen werden, da wir hier niemanden kennen. Am Arsch der Welt, ein Alola Vulpix, wieder mal sehr edel, 2400 Sternstaub, aber auch nur der zweite Satz. Drei Stück, acht Stück sind es glaube ich wieder. Und ein Alola Sandan, hinter mir ist ein Eis übrigens zu sehen, ein Eiskaffee, 1200 Sternstaub und auch nur zweiter Satz. Also was ist heute los, da ist der Wurm drin und da ist unser Letta King zurückgekommen. Das 98%ige. Als nächstes ein Alola Dicta, wieder mit drei Haaren, 2151 Sternenstaub, auch nur zweiter Satz, also das ist richtig die Luschen-Edition diesmal. Nichts Starkes dabei bisher. Noch ein Alola Dicta, nicht mal ein Kontinentales bis jetzt, also 1680 und auch wieder nur zweiter Satz, also ich verstehe die Welt nicht mehr. So schlecht war das ja noch nie. Aber wir haben noch Hoffnung. Ein weiteres Slimer. Okay, 1300 und vielleicht jetzt? Nein, auch wieder nur mit dem zweiten Satz. Das dürfte jetzt, glaube ich, auch schon das letzte Ei sein. Und noch ein Slimer. Kein Kontinentales dabei diesmal. 2300. Und der beste Satz, Angriff, Verteidigung 15. Das Slimer hat jetzt die ganze Folge noch gerettet, aber trotzdem ziemlich magere Ausbeute, wie ich finde. Also nennen wir es doch einfach die Luschen-Edition, weil so schlecht war das noch nie. Wir gehen jetzt weiter, sammeln nochmal 9 Eier. Oder 8 natürlich. Mhm, da hinten ist der Kölner Dom, nee Spaß. Auf jeden Fall nochmal 8 Eier und dann melden wir uns zurück, wenn die nächsten aufgehen. Bis dann. Wir sind zurück mit Teil 2 und die nächsten 9 Eier gehen auf. Aber nicht nur wir sind zurück, sondern ein alter Bekannter ist auch zurück und zwar Relaxo. Ja, ihr habt richtig gehört. Relaxo ist back, Relaxo ist zurück. Denn der kam gerade aus dem 10er-Ei, was ich natürlich aufgenommen habe, aber hier nicht live aufgeht. Aber live gehen jetzt die nächsten Eier auf. Also mal schauen, was da dabei ist. Sternstück läuft natürlich wieder. Habe ich nicht vergessen. Und wir starten mit einem Mauzi. Das bringt 1600 Sternenstaub. Bester Satz, Angriff, okay. Schon 1400 Bonbons. Aber gut, die sind nicht so wichtig. Die werden eh alle getauscht. Dann vielleicht mal irgendwas entwickelt. Dann haben wir einen Alola Sandan mit 1900 Sternenstaub. 17 Bonbons. Und bester Satz. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass das die Loser Edition ist oder die Luschen Edition, weil die ganzen Leute, die ganzen Viecher nur den zweiten Satz hatten, aber jetzt haben wir schon zweimal den besten und Relaxo war dabei. Bester Satz, Verteidigung 15. Also können wir das eigentlich gar nicht die Luschen Edition nennen. Vielleicht nennen wir es einfach Relaxo is back, um das nochmal in den Mittelpunkt zu rücken, weil der eben auch zum Kando Event gehört, zur Kando Generation. Als nächste Vulpix dabei mit 1200 KP 15. Wieder der beste Satz. Also was ist auf einmal los? Die ersten Eier alle nur wirklich stark, wirklich stark, wirklich stark. Das nächste Mauzi, ob das auch wirklich stark ist, mit 2400 Sternenstaub. Wirklich stark. Aber bisher alle davor natürlich mit dem besten Satz. Deshalb können wir hier keine Loser Edition machen. Das ist die Relaxo is back Edition. Und das Kleinstein ist auch wieder da. Da freut sich der Ismo natürlich. Bringt sogar 2300 Staub. Aber ist auch nur wirklich stark.
Habt ihr denn ein gutes Relaxo? Ich habe nämlich ein 100%iges. Das habe ich damals auch hochgezogen bei dem ersten Kando-Event. Ein Slimer mit 1400 Staub, auch wieder bester Satz, KP wirklich hoch. Was ist euer bestes Relaxo? Schreibt es mal in die Kommentare. Und mögt ihr Relaxo, mögt ihr es nicht? Ich finde es toll, das ist immer noch eins meiner Lieblings-Pokémon. Genau wie dieses Seemobs, weil das einfach auch so rund ist wie Relaxo und einfach klein und süß. Und das hat auch den besten Satz, Angriff 15. Es dürften jetzt aber alle gewesen sein, nein, da hat sich das Zweier-Ei noch vor das Siebener geschlichen. Das habe ich nämlich vorhin extra nochmal rein, damit das zeitgleich mit denen jetzt aufgeht. Hat auch wunderbar funktioniert. Ein Dickda nehmen wir noch mit 1900, auch bester Satz, KP 15. Das war's aber jetzt, das waren alle Eier für diese Folge und wir sind nächste Folge natürlich nochmal zurück, denn einen Tag haben wir noch, wo wir alles brüten können, beziehungsweise zwei Tage. Seid gespannt, ob noch was passiert. Vielleicht ist noch ein 100er dabei von den Kontinentalen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Kangama, Taurus oder so. Aber das alles in den nächsten Folgen. Und dann gibt es auch wieder andere Sachen, wenn endlich das Eierbrüten ein Ende hat. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.